versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah. Kaer Morhen, Festung der Hexer, Ufer des Gewöhnlich. Dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Thank you.
Und damit herzlich willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Und bei manchen Spielen ist man einfach ein bisschen nervös, man findet nicht einen richtigen Einstiegspunkt, weil es gibt einfach keinen richtigen Einstiegspunkt. Man will natürlich nicht in die Atmosphäre reinquatschen und gerade hier, ich habe so einen heiden Respekt gerade vor dem Spiel, dass ich mich gar nicht richtig traue anzufangen. Also beginnen wir jetzt einfach ganz easy mit dem Tutorial. So, und wir sind natürlich, man sieht es bereits, Geralt von Riva. Ich muss dazu anmerken, übrigens ganz kurz, wir spielen Minikarte und Ziele, lesen wir gleich. Wir spielen eine Pre-Release-Version, das heißt, das ist die Version vor dem Release, auch vor dem Day-One-Patch, der rauskommt mit dem Release. Das heißt, hier gibt es noch einige kleine Sachen, die zu bemängeln sind, die später rausgepatcht werden. Und wir spielen gerade mit den Nvidia-Haaren, das heißt, manchmal, wenn wir ganz nah an Geralt rangehen, dann sieht man, dass es ein bisschen ruckelig wird. Das liegt an diesen Nvidia-Hairworks, die wirklich in einem Close-Up sehr viel, ich weiß nicht genau warum, sehr viel Last fordern. Wir werden gucken, ob wir das anlassen oder ausschalten. Jetzt aber erstmal ganz kurz herzlich willkommen nochmal bei Witcher 3. Ich bin ein bisschen aufgeregt und wir verlesen das Tutorial. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Wie zum Beispiel momentan, finde mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer. Gut, die Hexersinne können wir aktivieren mit der rechten Maustaste. Das sieht dann so aus. Da stand es gerade nochmal. Und jetzt sollen wir nach auffälligen Objekten suchen. Zum Beispiel hier nach altem Badewasser. Hier haben wir gerade drin rumgepflanzt. Und da die Klamotten sind doch sehr auffällig. Wir können mit Jennifer auch noch reden. Das machen wir auch gleich. So, können wir denn hier mal Klamotten? Sind wahrscheinlich nicht unsere. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Die sieht mir aber auch sehr schwarz aus. Hallo, Jennifer. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu baden. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Aber wir können doch ein bisschen... Lass uns unvernünftig sein. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Mhm. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. No, das ist doch Liebe. Können wir vielleicht nochmal mit ihr reden? Hast du gerade nichts Besseres zu tun? Nein, wirklich nicht. Nur das Tutorial. Das heißt, wir können die Zeit nutzen, um vielleicht auch mal... Ja. So, und das Erste, was wir natürlich machen... Ich muss es einfach tun, weil diese Aussicht ist einfach so geil. Man sieht es bereits hier ein bisschen angedeutet, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt rausgehen... Scheiße, der Bergpass ist schön wie eh und je. Oh, das sieht so schön aus. Runterspringen kann man ja auch, ist vielleicht eine schlechte Idee. So, und wir suchen jetzt einfach mal... Hier haben wir noch... Was ist das? Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Ich könnte dir auch gleich jetzt Saft besorgen und... Also mit Vitamin C. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke E. Bei der heutigen Folge ist ja Folge 1. Da schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen an und... Schauen uns auch das Tutorial an, also viel zu erwarten ist da natürlich nicht. Wir lernen gerade ein bisschen das Gameplay, auch für Leute, die mit Witcher nicht sehr affin sind. So. Aufgeschlossen. Und öffnen. Wir sollen unten irgendwo nach dem Rechten sehen. Es sieht alles noch sehr idyllisch aus. Alles sehr friedlich, alles sehr schön. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister.
Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Ghule und Al-Ghule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie oder wir haben sie verwöhnt. Egal, was wir sagen, beides ist richtig, beides ist falsch. Wir können uns das aussuchen. Manchmal wird es Konsequenzen haben, manchmal nicht. Ich würde einfach sagen, ach komm. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Na dann, alter Freund. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Zirkus, Pirouette. Falsch, Beinarbeit. Genug, runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Na gut, Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Naja, weil es die Ciri ist, da können wir mal gucken, eine Entschuldigung reicht nicht oder besser nicht. Was sagen wir, kommt nicht wieder vor. Eine Entschuldigung reicht natürlich nicht, sie soll natürlich trotzdem das Buch lesen. Wobei, ich muss ehrlich gesagt sagen, sie sieht irgendwie aus wie ein kleiner Junge. man sei mir nicht böse, aber pass auf, eine Entschuldigung reicht nicht, du musst auf jeden Fall das Buch noch pauken. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Ghule und Al-Ghule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht. Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Tutorial beginnen? Na klar. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Wir wollen natürlich alles mitnehmen. Wenn du fällst, vielleicht. Hey! Hey! Alter, ich konnte es gar nicht benutzen, weil Ciri... Ha... Blöde Kuh! Boah, die ist schneller als wir, aber wir sind ja auch schon alt. Und außerdem kenne ich die Strecke nicht. Hilfe! Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. So. Ciri, lass den Quatsch. So, wo müssen wir lang? Hier wahrscheinlich einfach nach unten. Hupsa! Leitern. Das ist was für Sterbliche. So, wo müssen wir? Wahrscheinlich da lang. Ich kenne den Weg tatsächlich noch nicht, deswegen laufe ich hier einfach irgendwo lang. Huch, Hilfe! So. Gewonnen. Deine Beine sind länger. Ich werde es dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Natürlich musst du das. Kommst du? Komm her, Ciri. Du bist zu lahm für mich. Dafür weißt du, wo es lang geht.
Nein. Besemir hat diesen Blick. Was hast du erwartet? Oha, jetzt gibt's Ärger. Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera Tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Winde dich nicht raus. Ach komm, ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Hat's richtig gut gemacht. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Nörgel nicht. Nimm dir ein Schwert. Okay, nächste Runde das Tutorial. Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistil-Training anfangen? Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich würde ich es jetzt überspringen, aber ganz ehrlich, weil wir gerade in der ersten Folge sind, weil wir das Tutorial machen, sagen wir mal, fangen wir lieber mit den Grundlagen an. Kampftutorial, beginnen. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und Ciri ist gerade mal eine Novizin. So sieht's aus, wohlgesprochen. Das Schwert. Zieh das Schwert, Geralt. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Menschen und Humanoide, eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie. Die sogenannten Zeichen sind nicht so mächtig wie die Zauber von Magiern, können aber rasch mit Gesten an der Hand gewirkt werden. Sehr praktisch in der Hitze des Gefechts. Die Hexerausbildung deckt zudem die Grundlagen der Alchemie ab. Hexer wissen, mächtige Tränke, Klingenöle und Bomben herzustellen, um sich auch gegen starke und schnelle Gegner durchsetzen zu können. So, wir ziehen das Schwert. Drücke Z, um ein Ziel auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Wenn du ein Ziel ausgewählt hast, richten sich alle deine Angriffe darauf. Du musst beim Kämpfen nicht unbedingt ein Ziel auswählen, aber es kann helfen, einen bestimmten Gegner auszuschalten. Wie zum Beispiel Wesemir. Hey, ich drück doch Z. Ist Wesemir jetzt unser Ziel? Nein. Nimm die Hiebe. Eins, zwei, drei. Nimm die. Ich hab dir die Kippen. Schlag mich dich zu. So stark du kannst. Zuschlagen, nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. Ausweichen. Position, Ciri. Denk an die Beinarbeit. Warte, bis Wesemir angreift. Um zu einer Seite auszuweichen, wähle mit WASD eine Richtung aus und drücke dann Alt. Okay, das muss ich nochmal üben. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Da sagst du was. Okay, komm her. Um einem Hieb auszuweichen, wähle WASD und Leertaste. Komm schon, komm, alter Mann. Ich glaub, zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Den Winkel? Nicht. Soll ich denn parieren? Ich kämpfe gegen eine dumme Attrappe. Simuliere jetzt, überlebe später. Ich hab gehört, der Alte ist beim Unterrichten eingeschlafen. Konter! Schlag gegen Schlag! Vielleicht zieht ein Sturm auf. Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt. Greif an. Sehr gut. Und nochmal bitte. Komm schon. So, junge Dame. Zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Okay, mit Quen. Da haben wir Quen, Schutzschild.
Ciri. Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Ciri. Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Ciri. Gwen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Okay, Igni ist anzünden wie Ignite. So. Hallo, E auswählen. So. Siehst du, ohne das Gwen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Art, Geralt. Na los. Wer will noch was, was, was? Art, was? Das Zeichen Art aktivieren? Telekinetische Druckwelle. Aktivieren wir gerne. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der... Ja, funktioniert super. Zeit für Axi. Verflucht, ich hasse dieses Gefühl. So, ich glaube, ich könnte auch mal aufs Gamepad wechseln jetzt übrigens, im fliegenden Wechsel. Da ist das hier zumindest ein bisschen einfacher. Zeit für Axi, hat er gesagt, ne? Stirb. So, und drücke RT. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Irden, jetzt. Zeig's ihr, Geralt. Okay, Irden. Magische Falle. Halt! Ja, toll, dann greift er nicht an, während ich wähle. Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Mist. Keine Sorge, Ciri. Gwen wird die Explosion dämpfen. Okay, eine Trainingsbombe. Das kannst du jetzt nicht tun. Tritt zurück. Achso, wir müssen noch ein bisschen weiter Abstand halten. Nicht schlecht. Hör auf zu prahlen, Geralt. So. Bombe geht auch. Das war im Grunde genommen das Kampftutorial. Begib dich an die Stelle. Okay, das mache ich gerne. Halte RB gedrückt und ziel auf einen der markierten Trainingspfosten. Okay. So, einmal gedrückt halten. Mit dem Gamepad zielen ist immer so eine Sache. Das Kampftutorial ist jetzt abgeschlossen. Du kannst nach Belieben mit Wesemir weiter trainieren. Beende das Training, indem du gedrückt hältst und das Schwert damit wegsteckst. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Hey, ich habe doch das Schwert weggesteckt, du Eumel. Oha. Und jetzt hol den Helm. Oho, dem hast du es aber gegeben, Kleine. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Und ich werde dafür sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du... Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit.
Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur, ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Wysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Das ist, tja. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben, in bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Du... Wir haben Besuch, Monster. Das Leben auf dem Festland und auf Skellige ist hässlich, brutal und kurz. Der Krieg verwüste das Land und dir verschont leben in ständiger Angst vor den zahllosen Monstern, die vor den Städten und Dörfern lauern. Monster werden mit einem silbernen Gesundheitsbalken über den Kopf dargestellt, der anzeigt, dass du mit dem Silberschwert gegen sie kämpfen solltest. Los, auf sie! Ach, das war's schon. Nein, das war's noch nicht. So, Adrenalinpunkte. Wenn du Gegner angreifst und triffst, erhältst du Adrenalinpunkte. Bestimmte Fertigkeiten gestatten dir das Ausführen von Spezialangriffen, für die Adrenalinpunkte erforderlich sind. Diese werden beim Einsatz verbraucht. Außerhalb des Kampfes verringern sich deine Adrenalinpunkte allmählich. Na klar. Ja. Wenn Armeen durchziehen, folgen ihnen Nekrophagen. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Wir gehen sofort, alter Freund. Pferde herbeirufen mit X, das können wir auch gleich machen. Aber erstmal wollen wir natürlich auch looten. Wir wollen die Ghule looten, es sind ein paar mehr. Ich hoffe, du wartest auf mich, alter Freund. Reite nicht... Boah, sieht so schön aus einfach. Gut, reiten wir los. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt.
Es widersprach seiner Theorie. So, wir galoppeln bereits. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Ich traue mich nicht zu reden. Erstens, weil die beiden hier reden. Mach langsam. Na nö. Einige Zeit später. Gehen wir? Natürlich gehen wir. Hilfe! Hilfe! Für den kleinen Hunger. Ist er weg? Ja. Komm raus. Wer bist denn du? Schicke Frisur. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Tja, eigentlich nehmen Hexer ja immer Belohnungen, das weiß ich ja. Aber ganz ehrlich, Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt, auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? In der Tat. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber... Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Schnaps war das Stichwort. Flieder und Stachelbeeren Quest aktualisiert. Dann wollen wir mal aufsitzen. Den jungen Mann lassen wir mal mit seiner Last alleine. Wir können jetzt noch gucken, ob was zu guten gibt. Na komm, alter Freund. Reiten wir los. Also, ein Greif so nah am Dorf. Das klappt ja super. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran. Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexarbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Komm jetzt. So, hier spielt ein junger Mann mit einem Bogen. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt.
Wir bleiben mal im Trab, damit wir niemanden belästigen. Komm schon, ganz ruhig. Langsamer. Hallo. Der schnellste Tod der Spielgeschichte. Schön. Upsi. Darf nie jemand sehen.